Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach dem Tod der Kernenergie geht es heute um den Tod der Kohleverstromung. Liebe Kollegen, eine günstige Energieversorgung ist eine wesentliche Voraussetzung für Wohlstand und Wachstum in der gesamten Welt. Und diese günstige Energieerzeugung haben Sie, liebe Parteien des letzten Jahrtausends, diese haben Sie bereits durch Ihre Entscheidungen in den vergangenen Jahren aufs Spiel gesetzt. Noch im letzten Jahr wollte Ihr Ministerpräsident Laschet für eine Jamaika-Koalition umgerechnet 7 Großkraftwerke in NRW opfern. Und darin hingen direkt und indirekt Tausende von Arbeitsplätzen. Und jetzt sorgt sich plötzlich die Sozialistische Koalition um die Arbeitsplätze in NRW. Herr Löttgen, Sie sagten richtig, aus der chemischen Industrie kann man nicht aussteigen. Richtig, die chemische Industrie steigt selber aus, und zwar aus Deutschland, wenn Sie Ihre Politik nicht ändern. Und in Ihrem Antrag beschreiben Sie, wie Sie sich das Ganze denn jetzt so vorstellen. So wird dort Herr Laschet zitiert, Zitat Anfang: Wenn wir technologische Fortschritte machen und erneuerbare Energien speichern können, dann können wir auch über ein früheres Datum reden. Zitat Ende. Dieses Zitat offenbart in 3 Punkten, dass der Tod der Kohleverstromung in Ihren Köpfen bereits beschlossen ist und Sie den Arbeitern nicht einmal eine realistische Chance für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze geben möchten. Denn Sie reden schon von einem früheren Datum für den Kohletod. Sie fassen den ins Auge, wenn denn die richtigen Rahmenbedingungen stimmen. Anscheinend völlig egal, wie viele Arbeitsplätze Sie dabei auf Ihrem Gewissen haben. Sie geben der Kohleverstromung keine Chance mehr, denn zweitens, technische Fortschritte wollen Sie anscheinend bei der Kohleverstromung gar nicht wahrnehmen und können Sie nur außerhalb des Kohlebereichs sich vorstellen. Dabei gab es noch gerade bei der Kohleverstromung in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte. Statt 30% Wirkungsgrad bei Braunkohlekraftwerken sind es nun bis zu 45%. Das heißt, um eine Kilowattstunde Strom zu produzieren, brauchen Sie jetzt 1/3 weniger Kohle. Und auch bei den Steinkohlekraftwerken wurde in Deutschland der Sprung von etwa 38% Wirkungsgrad auf fast 45% geschafft. Und das heißt, diese Kraftwerke verbrauchen 15% weniger Kohle. Akzeptieren Sie doch mal diese technischen Fortschritte. Doch durch diese neuen Kraftwerke werden dank Ihrer Politik nicht mehr gebaut. Denn Sie haben den Markt dafür zerstört. Stattdessen laufen jetzt die alten Kraftwerke, bis diese auseinanderfallen und sich nicht mehr reparieren lassen oder sich eine Revision nicht mehr lohnt. Sie aber, Herr Laschet, fokussieren sich bei den technischen Fortschritten nur auf die sogenannten erneuerbaren Energien. Und im 3. Punkt setzen Sie den Menschen auch noch den Floh von der möglichen Speicherung der Energie ins Ohr. Doch die wirtschaftlichen Möglichkeiten sind in Deutschland und speziell in NRW bereits erschöpft. Stattdessen verschleudern Sie jetzt jedoch Gelder für die Erforschung von Pumpspeicherkraftwerken in NRW. 6,5 Millionen Euro. Wir werden diese Verschwendung nicht vergessen und die Bürger auch nicht. Wo waren Sie aber, als es um den planwirtschaftlichen Eingriff in den Markt ging? Wo waren Sie, als über 100 Gigawatt Leistung an Wind- und Solarkraftwerken in den Markt gedrückt wurden? Damit haben Sie und alle Ihre Kollegen aus den anderen sozialistischen Parteien auch zu verantworten, dass ein funktionierendes Marktdesign zerstört wurde. Die konventionellen Kraftwerke, seien es Steinkohle, Gaskraftwerke oder Braunkohlekraftwerke, wurden systematisch durch diese Planwirtschaft aus dem Markt gedrängt. Der Preis für die produzierte Kilowattstunde ist inzwischen an der Börse auf 3 Cent pro Kilowattstunde gedrückt worden. Aber damit lassen sich eben nur die Brennstoffe bei den Kohlekraftwerken bezahlen. Der Mitarbeiterlohn ist bei diesem Preis nicht enthalten. Das heißt, die Kraftwerke werden über das Gesamtjahr betrachtet unwirtschaftlich. Und genau deshalb mussten die Energieerzeuger in den letzten Jahren auch zig Kraftwerke schließen und Tausende, gar Zehntausende Mitarbeiter und Zuliefererfirmen haben ihren Job verloren dadurch. Wo waren Sie denn, Herr Laschet, als E.ON und RWE diese Zehntausende von Arbeitnehmern entlassen mussten? Haben Sie da auf Ihre Kanzlerin eingewirkt, damit diese den planwirtschaftlichen Irrweg der sogenannten Energiewende verlässt? Nein, das haben Sie nicht. Und Sie arbeiten auch noch weiter an der Vernichtung der Arbeitsplätze im konventionellen Sektor. So fordern Sie Subventionen für teure Alternativen wie sogenannte KWK-Kraftwerke und Tiefengeothermie in NRW. Und mit solchen Anträgen, wie wir diese beim letzten Plenum gesehen haben,
verspotten Sie all die Malocher, die dafür sorgen, dass wir jederzeit genügend Strom in NRW haben. Stellen Sie sich einmal vor, was passieren würde, wenn all diese Menschen, diese Personen in den Kraftwerken, alle in einen Generalstreik treten würden. Dann würden Sie sehen, wie gut Ihre sogenannten erneuerbaren Energien funktionieren und Ihre tollen Speicher. Dann hätten wir das Chaos einschließlich Unruhen und Plündereien auf den Straßen. Diese Kommission ist ein lächerlicher Arbeitskreis aus gescheiterten Politikern, der jetzt darüber diskutieren möchte, wie hübsch man das Desaster ihrer industriefeindlichen Politik verpacken kann. Fangen Sie endlich an, den wirtschaftlichen Untergang, den Sie mit der sogenannten Energiewende eingeläutet haben, aufzuhalten. Die Unternehmer in der Industrie mit all ihren Malochern haben den Wohlstand in Deutschland geschaffen. Und Sie, liebe Kollegen der sozialistischen Parteien, zerstören diesen Wohlstand. Der Strompreis hat sich für den Endkunden seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Der Börsenpreis für die Kohleverstromer hat sich jedoch in diesem Zeitraum halbiert. Davon kann kein Energieerzeuger leben oder existieren. So werden keine neuen Kraftwerke mehr gebaut, es sei denn, diese werden massiv subventioniert. Die Industrie wandert aufgrund der hohen Strompreise ab oder geht pleite, wie wir dies gerade bei einigen Automobilzulieferern, zum Beispiel in Gelsenkirchen und im Sauerland, aktuell erleben mussten. Das Investitionsklima hat sich allein durch Ihre industriefeindlichen Diskussionen weiter massiv verschlechtert.